Hallo Minecraft-Freunde, hallo YouTube. Mein Name ist Tom Thompson und wir spielen heute noch mal eine kleine Runde Minecraft zusammen. Dafür werfen wir am besten gleich mal das Spiel an. Natürlich habe ich auch noch ein paar Neuigkeiten für euch, weil ihr wisst ja, wenn ich schon mal ein Video mache, dann hat das meistens damit zu tun, dass es hier. Ach du liebe Scheiße, da war ja was. Wir gehen am besten gleich erstmal pennen hier, dass die ganzen Viecher draußen weg sind. Und zwar Neuigkeiten habe ich. Ganz große Neuigkeit. Nein, es ist nicht der 1.8er Patch. Oh, hier schießen die Skelette schon um mich rum. Leute, jetzt kommt mal wieder runter hier. Ich traue mich nicht rauszugehen. Oder draußen Bremse. 1, 2, 3. Komm, jetzt räumen wir mal auf hier. Weg hier. Und zwar die Neuigkeit, die ich habe für euch. Es tut sich etwas an der Minecraft-Front. Und zwar wurde sich, wie es aussieht, dazu entschieden, dass wir noch nicht genug so Skins haben, so wie das hier zum Beispiel, also so hier Kostüme, waren da gerade Spinnen hinter mir. Bäh. Und deswegen bekommen wir ein zweites Skin-Paket. Drin in dem Skin-Paket sind 45 neue Kostüme. Wann das ganze Ding. Mann, hör mal auf hier, ich rede mit meinen Leuten da. Wann das Ganze erscheinen wird, habe ich noch nicht gefunden. Aber es sind wieder von bekannten Spielen ein Haufen Gesichter drin. Ich werde wie immer in der Videobeschreibung auch verlinken, das Ganze. Da könnt ihr euch auch mal ein kleines Bild ansehen. Ich meine, ich klaue ja auch keine Bilder im Internet hier. Da könnt ihr in Ruhe mal gucken, was ihr da schon für Figuren erkennen könnt. Also mir hat keiner der Figuren irgendwas gesagt. Sind meine Taschen voll? Nein, tatsächlich. Genau, also wir bekommen neue Skins. Ich denke mal wieder, dass der ganze Grimmskrams so 160 Microsoft-Punkte kosten wird. Bei Microsoft, die lassen sich ja da auch nicht das Brot von der Butter vom Brot nehmen. Die wollen ja auch noch ihr bisschen Geld davon haben. Ein bisschen Geld mit uns machen. Sicherlich wäre es besser gewesen, wenn schon irgendeine Neuigkeit zum großen Patch kommt. Ich hab Blumen ohne Ende. Warum zur Hölle? Ist egal. Aber das, was ich so lese, natürlich gab es sofort auch in dem Beitrag, den ich euch verlinke, so ein paar schlaue Leute, die dann gleich das Meckern anfangen. Ja, Skin-Paket, warum kriegen wir so einen Blödsinn? Wir wollen endlich den großen Patch haben. Und da wurden auch ein paar Daten genannt, wann der große Patch theoretisch kommen könnte. Also, ein paar haben irgendwie gemeint, ja, das Ding kommt im September. Das wäre nächsten Monat. Aber viele glauben daran nicht, also ich persönlich auch nicht, wenn ich so lese, was die alles ändern müssen. Und da hat sich ja bei Minecraft schon einiges geändert, auch auf dem PC. Und da glaube ich mal nicht dran, dass die Leute ja so schnell sind und das alles schon umgewandelt haben. Zumal das Team bei Mojang auch relativ klein ist. Also die können auf keinen Fall mit einem Studio konkurrieren, was so wie Electronic Arts ja 5.500 Leute oder so beschäftigt. Wir brauchen mehr Wolle. Oh, diese Kühe, nerven die euch auch so? Also, ich hoffe mal, dass in diesem Video die Tonqualität etwas besser ist. Aber da ist mir aufgefallen, dass in dem Video, ja, die ganze Zeit Viecher, Mu, Mu, die ganze Zeit hier. Ich denke mal, das nervt euch auch. Deswegen hauen wir erstmal alles platt, was ihr irgendwie keine Miete zahlt. Weg damit. Halt, du hast Wolle. Her damit. Falsche Taste. Genau, das sind eigentlich schon die großen Neuigkeiten, die ich habe. Nämlich, dass. Wir haben noch genug. Platz frei. Dass ein Skin-Paket kommt. So, und jetzt würde ich einfach mal sagen: Weg von den News, mal ein bisschen hin zum Let's Play des Ganzen. Also, ich hatte ja in meinem letzten Video gefragt, ob ich hier den Stil ein bisschen beibehalten soll. Oder ob euch das nervt, oder ob ihr sowas überhaupt sehen wollt. Und da gab es doch die eine oder andere Stimme, die gesagt hat: Ja, mach halt mal so weiter. Und ich höre natürlich ein bisschen auf meine Abonnenten. Das war jetzt blöd, was ich gebaut habe hier. Weil ihr schaut euch ja am Ende den ganzen Krimskrams an, den ich hier fabriziere. So. Was haltet ihr davon, wenn wir den Raum einfach noch eins nach hinten verschieben? Ich denke mal, den kriegt man auch nicht mehr so Platzangst. Dreck und. Oh, diese Hühnernerven. Da muss ich nochmal rausgehen. Das müssen wir jetzt mal klären hier. So, bleibt mal hier. Wir müssen reden. Gut, weg. Dich machen wir auch mal weg. Das auch mal. Was war das? Boah. Hier, euch hauen wir auch noch platt.
Weg, weg, weg. Gut. Also ich hoffe echt, dass dieser Patch bald kommt, damit man hier die Viecher zähmen kann und am besten irgendwo in den Stall stecken und dann ist erstmal Ruhe. So, wir wollten hier unten das Ding ein bisschen weiter ausbauen. Nebenbei schaue ich so ein bisschen auf die Uhr. Also heute werden es ungefähr 15 Minuten werden. Pi mal Daumen. Machen wir das alles ordentlich hier. Das kommt weg. Das kommt weg. Genau, ich habe die Musik auch mal ein bisschen lauter gemacht oder allgemein die Spiellautstärke, weil da ist mir auch aufgefallen, dass das Ganze das letzte Mal schon arg untergegangen ist. Also wäre ich nicht ab und zu durch eine Tür durchgegangen, hätte ich gedacht, ich habe den Ton komplett ausgemacht. Aber dem war ja nicht so. So, nehmen wir die Spitzhacke, hauen wir das hier noch weg. Genau, und jetzt würde ich sagen, Loch in der Decke, das machen wir gleich mal zu. Jetzt ziehen wir hier die Wand einfach wieder mal zu und gucken, wie das Ganze dann wirkt. Auch habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, was Deko und sowas angeht, damit das Ganze auch ein bisschen ordentlich aussieht. Jetzt sieht blöd aus, obwohl ich kann das ja da auch nochmal lassen. Machen wir das mal so. Wo ist das Bett? Da ist das Bett. Noch ein Thema, was ich habe. Die Idee habe ich eigentlich schon vor Ewigkeiten gehabt und irgendwie ein paar YouTuber haben sowas auch schon angefangen. Ich habe das Gamma ein bisschen runtergestellt, also mir ist so ein Haufen aufgefallen in den Videos. Das ist mir so beim Zocken merkt man das gar nicht. Ah, die Achse ist kaputt gegangen. Da bauen wir uns dann ganz schnell eine neue. Da ist mir neben der miesen Tonqualität ist mir aufgefallen, dass da die Helligkeit viel zu hoch ist, weil wir sind ja früher, wenn wir hier Zeug gefarmt haben, Wolle oder so, haben wir natürlich auch in der Nacht sind wir auf die Jagd gegangen. Wo ist die blöde Axt jetzt? Da ist sie doch. Und da ist natürlich besser, wenn man Gamma auf 100% stellt, weil da kann man auch im Dunkeln sehen, als wäre es Tag. Aber das macht das natürlich hier nicht so. Halt, das brauchen wir auch gleich. Da kriegt man doch ein bisschen Augenkrebs, wenn man eine Weile da drauf schauen muss. Das ist nicht so der Hit. Nein, die Idee, die ich hatte, die hatte ich, wie gesagt, eigentlich schon vor längerer Zeit. Und zwar, ich habe doch einige Abonnenten, die sehr, sehr fleißig sind mit Welten bauen. Und ja, wie wäre es, wenn wir so eine Art Tom Thompson zu Besuch beimachen? Also ich komme auf eure Welt, ihr führt mich so ein bisschen rum, zeigt mir, was ihr so krasses gebaut habt. Und erklärt auch ein bisschen was. Ich habe natürlich da auch ein paar so kleine Voraussetzungen. Was wollte ich jetzt eigentlich machen, so nebenbei? Ein Bild brauchen wir noch. Wir brauchen noch ein Bild. So. Und zwar die Voraussetzung ist, Voraussetzung 1, dass du ein Headset hast. Das ist ganz wichtig und zwar aus dem einfachen Grund. Ich möchte diese Videos nicht einfach halt aufzeichnen und dann stupide nachsynchronisieren, weil ich mir denke, dass es wesentlich ja, sich besser anhört und auch besser klingt, wenn wirklich ein Gespräch zwischen dem Erbauer der Welt und meiner einer stattfindet, also halt ein richtiger Dialog. Und da ja die Möglichkeit besteht, das kommt gerade ganz hässlich, Weinbild ist okay, können wir mal so lassen. Und da ja die Möglichkeit besteht, dass man den Xbox Live Party Chat mitschneiden kann, wäre es gut, wenn du ein Headset hast und das, wenn es geht, auch mit einer Lautstärke, wo man was versteht, also je lauter, umso besser eigentlich. Weil diesen Party Chat mitschneiden, der ist. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Suche hier, weil ich brauche Schilfrohr, also so Zuckerrohr brauche ich. Weil der Partychat bei der Xbox, der ist nicht allzu laut, also da kann man dann auch utopisch laut hochdrehen. Das Problem ist halt, da wird der Spielsound gleichzeitig mit laut. Das möchte man natürlich nicht, also da muss ich noch ein bisschen experimentieren, was die optimale Lautstärke ist zwischen den beiden. Dass man A, denjenigen versteht, der in der Party mit drin ist und B, ja, dass ihr nicht hier bei den jeden Fußtraps da einen halben Tinnitus bekommt, also das muss ja auch nicht sein. So, ich hoffe, ich finde dann wieder zurück. Ihr merkt euch den Weg, weil ich bin navigationsmäßig eine absolute Pfeife. Und ich glaube, ich habe mich auf dieser Welt noch nicht weiter als so 100 Blöcke von meinem Haus weg entfernt. Rote Blumen, eine Seltenheit. Ich glaube, die nehmen wir gleich mal mit. Zumindest ein paar. Weil rote Blumen kann man immer gebrauchen. Aber ich werde mal nicht alle kaputt machen. Vielleicht wachsen die ja nach. Wachsen Blumen eigentlich nach? Wisst ihr das? Aber wenn der böse Creepermann kommt, kann ich jetzt sagen, hier hat du Blümchen.
Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden, Schilfmäßiges. Ja, was will ich mit den Schilf machen? Ganz einfach, ich brauche Bücherregale, also ich brauche Papier. Weil ich möchte da unten neben dem Bett, der See sieht natürlich auch Hammer aus. Ich möchte neben dem Bett dann noch ein paar Bücherregale und sowas hinstellen, dass das Ganze ein bisschen wohnlicher wirkt. Dann hat mir auch ein Abonnent in meine Kommentare vom letzten Video geschrieben, dass ich mich mal so ein bisschen an eine Monsterfalle machen soll. Die Sonne geht unter. Die Sonne geht unter. Party, weg. Schnell, 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 schnell. Wir müssen weg. Panik. Und für eine Monsterfalle braucht man neben erstmal Ahnung, wie man überhaupt so eine Falle baut, weil ich habe da absolut keinen Peil davon. Braucht man, denke ich mal, auch Redstone oder auf jeden Fall Eisen. Eisen und sowas. Also das heißt, wir werden in den nächsten Folgen mal ein bisschen unter Tage gehen. Weil wir brauchen Eisen, wir brauchen ein bisschen Kohle. Redstone brauchen wir. Vielleicht ein oder andere Diamant wäre nicht schlecht. Weil da könnten wir dann auch mal ein bisschen Werkzeug bauen, was länger hält als 3 Minuten. Auch habe ich hinter meinem Haus schon so eine riesengroße Grube ausgehoben. Für Slimes, also laut diesem Slime-Finder, da hatte ich auch so ein kleines Tutorial gemacht. Laut diesem Slime-Finder sollte da so ein Chunk sein, wo die Slimes spawnen. Ich glaube, wir haben da mal richtig Glück gehabt. Machen wir hier am Strand. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Bin ich blöde? Warum kann ich hier das Zeug nicht hinstellen? Mache diese Lampe hier hin. Kann aber nicht wahr sein, geht nicht. Geht es hier? Hier geht's. Okay, machen wir es hier. Man kann keine Fackeln auf Sand stellen. Okay. So, jetzt ist es dunkel. Rinn in die Hütte. Am besten gleich mal schlafen. Ein paar Minuten haben wir noch. Ich denke mal, so einen halben Tag kriegen wir noch hin. Oder wir ziehen doch nochmal einen ganzen Tag durch. Scheiß drauf, ob wir jetzt hier so ein paar Minuten machen oder ein paar Minuten länger. Schilf haben wir keinen gefunden. Hallo? Ist da jemand? Hallo. Keiner da? Gut. Ich hau du Blümchen. Oh, da hinten brennen sie, die Arschis. Gehen wir gleich mal hin, haben wir nämlich noch ein paar Knochen. Fall um. Also wie die Zombies an Federn kommen, ist mir auch ein absolutes Rätsel. Fressen die vielleicht Hühnchen den ganzen Tag über und aber mit Haut und Haar? Oh hier, Knochen ohne Ende. Da können wir uns dann auch später mal einen Hund anlachen. Das wäre natürlich auch mal ein ganz cooles Ding. So ein kleiner Wauwau, der auf uns aufpasst. Dahin sind auch ein paar Arschis. Oh, Spinne. Die Viecher, die hasse ich auch im Real Life hier. Komm. Fall um. Gott sei Dank sind die im echten Leben nicht ganz so groß. Zumindest die, die bei in unseren Breitengraden rumrennen. Noch ein. Ah, Creeper! Nein, nein! Zombie. Weg hier. Hab ich was zu essen dabei? Ich glaube, ich hatte die ganze Tasche voll, oder? Ja. Wir müssen ja erstmal weg. Wir müssen in die Sonne. Oh, Leute, jetzt bin ich so erschrocken. Scheiße, ey. Mir hat ja auch einer noch einen Tipp gegeben, wie ich die Creeper effektiv killen kann. Aber ich zock hier so ein bisschen über Headset und übers Aufnahmegerät und da ist so eine leichte Verzögerung drin. Da hat man so ungefähr. Jetzt mampfen wir uns erstmal voll. Vielleicht so 1,5 Sekunden Verzögerung. Und das hätte mir jetzt fast das Genick gekostet. Also, boah. Gut. Ich glaube, ihr seid jetzt taub. Diejenigen, die mich noch hören können. Willkommen bei Minecraft. Oh Gott, manchmal ist das Spiel schlimmer als eine Geisterbahn. Natürlich hat der böse Creepermann mir jetzt hier durch die Welt kaputt gesprengt. Wo war denn der eigentlich? Und hier hinten waren wir ja vorhin schon. Ich hoffe immer noch, dass ich jetzt hier noch so einen kleinen Tümpel finde mit ein bisschen Schilf. Dass man hier. Oder Zuckerrohr oder was es auch immer ist. Wow. Egal, das können die Knochen ab. Müssen wir uns beeilen. Ich laufe am besten denselben Weg, weil da weiß ich wenigstens wieder, wie ich zurückkomme. Ich hätte eine Karte mitnehmen können, aber es wäre ja zu einfach. Es wäre viel zu einfach. Also wie gesagt, also wenn du Lust hast, mir deine Welt zu zeigen, ich werde aber noch bekannt geben, wann ich das Ganze starten werde. Also ich möchte erstmal eure Meinung dazu wissen. Weil wie gesagt, ihr wollt den ganzen Kram oder ihr schaut euch ja das an, was ich hier. Oh, hier geht's weit runter. Was ich so fabriziere, und wenn ihr da gar keinen Bock drauf habt, dann mache ich mir jetzt nicht erst die Arbeit, weil da steckt doch einiges drin, weil ich muss ja
mich mit den anderen so ein bisschen absprechen. Man muss eine gemeinsame Zeit finden. Man nimmt sich dann auch Zeit dafür, also dass man so eine halbe Stunde oder so maximal das Ganze aufnimmt, ein bisschen miteinander plaudert, da lernt man sich auch ein bisschen kennen. Mann, wo ist Schilf hier zur Hölle? Und dann sehe ich ein bisschen, was ihr baut und ihr lernt mich so ein bisschen kennen, weil ein paar von euch fragen mich ja doch schon, ja, wer bist du eigentlich, was machst du und können wir mal bei dir mitzocken und können wir mit dir überhaupt was machen und ich denke mal, das ist immer ganz lustig, seine Abonnenten ein bisschen mit reinzunehmen in das Schiff, dass wir gemeinsam ein bisschen was machen, weil gemeinsam daddeln macht ja mehr Spaß, als hier allein stupide vor der Kiste da zu hocken. Das ist ja immer so. Eine Blume, viele, viele rote Blumen, ich glaube, da nehmen wir noch ein paar mit. Weil, wie wir gesehen haben, den Creeper-Mann, der war da, waren die Blumen zu wenig. Er möchte mehr Rosen haben. So, auf die Uhr geblickt. Ja, so 5 Minuten machen wir noch. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach mal um diesen Berg hier drumherum und mache mich langsam auf den Rückweg, damit ich auch pünktlich, wenn die Sonne untergeht. Oh, hier sind überall Höhlen. Ich hasse Höhlen. Ich will da nicht runter. Aber die Welt sieht eigentlich ganz lustig aus, muss ich sagen. Also, denk mal, da lässt sich was draus machen. Da holen wir am besten einen Bulldozer und reißen die ganze Scheiße weg hier. Mach mal einen großen Parkplatz hin. Hey, das ist meine Butze. Ha, coole, coole Sache, okay. Ich glaube, wir sind jetzt eine Woche dahinter gelaufen und sind in 5 Minuten wieder zurückgekommen. Das ist manchmal echt merkwürdig. Da können wir da hinten nochmal gucken, aber ich glaube, da ist hier. Aha, nicht Aua machen. Holen wir uns gleich noch was zu essen in die Leiste hier. Ich glaube, da hinten war Schnee. Ich glaube, da war ich schon mal gucken. Oder es war eine andere Welt. Gehen wir mal hier gucken. Es muss doch irgendwo Schilf geben. Mensch, da. Oder ist das die Welt der Analphabeten? Wir brauchen keine Bücher. Tod den Buchstaben. Ja, ist recht harmlos hier. Jetzt könnte eigentlich nochmal so ein Creeper kommen, weil ich will nochmal testen, ob diese Taktik funktioniert. Also einmal draufhauen, dann zurück und dann gleich zweimal hintereinander. Dann sollte er eigentlich kippen. Und auf so eine Idee komme ich selber echt nicht. Also ich bin da echt zu behämmert dafür. Ich hämmer da lieber 20 Mal auf den Typen drauf und renne dann immer wieder weg. Komm mal her. Ist viel zu warm hier. Das ist so meine Taktik. Und anstatt die Taktik zu ver... Oh, schwarzes Schaf und graues Schaf. Das nehmen wir alles mit. Wisst ihr, wo Schilf ist? Hier ist allgemein verdammt viel Schaf-Action unterwegs. Grau können wir alles gebrauchen. Dann können wir uns mal einen Fernseher da noch unten in die Kellerwohnung machen. Ja, du stehst im Gras, da geht das nicht. Was? Da grunzt einer im Hintergrund. Hier sind überall Höhlen. Ich möchte nicht wissen, was hier unten alles kreucht und fleucht. Also, hier ist noch ein kleiner See. Gut. Aber wir wollten ja Schilf suchen. Ja? Ich verliere das schon wieder alles aus dem Auge. Bäh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich die Archis schon höre hier, wird mir schon schlecht. Boah. So, ich glaube, mein Puls hat sich jetzt wieder normalisiert. Aber noch so ein Ding. Oh, Kohle. Das ist ein Geschenk oder eine Falle. Also ihr seht, ne, wenn ich irgendwas suche, so wie jetzt hier Schilf, bleibe ich sehr, sehr lang dabei. Man könnte fast denken, ich habe ADHS oder sowas. Ich kann mich nicht länger als 3 Sekunden auf irgendeinen Rohstoff konzentrieren, den ich abbauen möchte. Aber wenn natürlich so viel Kohle gleich von Haus aus rumliegt, nehmen wir das gleich mal mit, weil das wäre ja blöd, wenn wir das liegen lassen. Und das hier noch. Und hier geht's weiter. Genau, dann haben wir hier noch ein bisschen was. So. Wir könnten ja auch. Gehen wir mal hier komplett rum. Kommt, und gebt mir doch mal ein bisschen Schilf hier. Nur ein bisschen Zuckerrohr, nicht Schilf. Aber das sieht genauso aus. Rote Blumen habe ich jetzt langsam ohne Ende. Aber uns mal gucken, ob da irgendwas läuft. Weil gerade wenn so viele Bäume sind, da verbrennen die Heinis ja nicht im Hintergrund. Die bleiben ja dann einfach am Leben. Das ist natürlich auch nicht das, was ich will. Wenn, dann sollen die draufgehen. Oh, ach Mann, Leute. So, letzte Ecke. Wenn jetzt hier nichts ist, dann drehe ich rum. Weil wir haben auch die Zeit schon fast rum. Ich meine, wenn ihr weiterhin so Bock auf sowas habt, könnte ich auch mal eine längere Folge machen. Aber erstmal schauen, wie das ankommt. Das ist auch ein bisschen Test meinerseits. Gut. Weiter gehe ich ohne Karte mal nicht. Also ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Weil wir haben ja schon Mittag. Der halbe Tag ist rum.
Also nochmal zusammengefasst, was haben wir jetzt diese Folge gemacht? Wir haben den Keller ein bisschen weiter ausgebaut, damit wir nicht ganz so Panikanfälle kriegen, weil das Bett gleich zwischen zwei Wänden steht. Da haben wir alles ein bisschen größer gemacht, das ist schon mal ganz gut so. Dann es kommt ein Skin-Paket mit 45 neuen Skins. Wann das Zeug kommen wird, das habe ich noch nicht gefunden. Link auf jeden Fall in der Videobeschreibung, könnt ihr euch ja mal das kleine Bildchen anschauen. Ob da was für euch dabei ist. Ich denke mal, wie gesagt, 160 Microsoft-Punkte wird der Kram wieder kosten. Will ich schauen, wo ich hinlaufe hier. Ansonsten, ja, Tom Thompson zu Besuch bei. Wird vielleicht so eine kleine neue Staffel werden. Wenn ihr Lust drauf habt, lasst es mich einfach wissen. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr Bock darauf habt, sowas zu sehen oder allgemein mal zu sehen, was die anderen so bauen. Also mir ist dabei völlig egal, ob du jetzt hier ein riesen Monumentalbauwerk gebaut hast oder viele kleine mit viel Liebe zum Detail. Also ich persönlich, ich mag halt so viele, also ich mag mehr so Liebe zum Detailgebäude, also so Riesen, wenn ja einer eine Freiheitsstatue gebaut hat und das alles sich selbst zusammengefarmt hat, dann ja auf jeden Fall Hut ab vor der Arbeit. Aber für mich sind diese kleinen Hütten, ich meine, ihr seht ja meine Hütte, ne, die ist ja auch nicht jetzt gerade riesig groß. Ist das eigentlich schon mein See hier? Ja, da ist meine Hütte. Oh, Gott sei Dank ich bin so froh. Endlich wieder zurück. Schilf haben wir keins gefunden. Zuckerrohr. Mann, ich lerne das nicht mehr. Also schreibt fleißig in die Kommentare. Würde mich freuen und dann werden wir mal sehen, dass wir was gemeinsam auf die Beine stellen. Gut. Jetzt stellen wir uns ja am besten gleich mal in die Hütte. Und dann beenden wir das Ganze auch. Also, Tür zu. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schreibt mir in die Kommentare fleißig. Ich lese sowas sehr, sehr gern. Und ja, ciao, ciao. Euer Tom Thompson.